Hallo meine Süßen, ich mache für euch heute wieder mal ein Video darüber, wie ich meine Extensions einklebe, aber auf dem Channel jetzt habe ich ja noch keins und vielleicht wird es ja noch verständlicher und besser als mein letzteres. Und ja, ich fange erstmal darüber an, euch zu erzählen, was Glue-In-Extensions überhaupt sind, was ihr da beachten müsst, bla bla, was ihr braucht und alles. Also, Glue-In-Extensions sind eigentlich... Warte. So eine Tresse, also das heißt ein, naja, für die, die nicht so viel Ahnung von Extension haben, also wo Clips dran sind normalerweise, ein Stück davon und halt ohne Clips. Also ich persönlich kaufe immer welche mit Clips und schneide die dann ab, weil die sind einfach nur angenäht da oben. Ja, hier habe ich zwei Tressen übereinander genäht, damit es viel dicker ist und ich nicht so viele verschiedene Stufen an meinem Kopf brauche. Wie ihr sehen könnt, sind die oben lila als unten und unten sind sie mehr so wie meine echten Haare und oben sind sie mehr so lila. Das liegt dran, dass ich sie ja vorher lila getönt habe, das wisst ihr ja wahrscheinlich, aber wie man die waschen muss. Und zwar müsst ihr aufpassen bei den Glue-In-Extensions, der Kleber, der ist öllöslich, den ich benutze. Es gibt auch einen, der nicht öllöslich ist. Den müsst ihr dann mit Chemie wieder rausmachen aus den Haaren. Das finde ich persönlich ganz blöd. Deswegen nehme ich den. Der ist halt öllöslich und den meisten Shampoos und vor allem in Spülungen logischerweise sind Öle drin und andere Fette, die das lösen würden. Und deshalb müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht bis, also wenn ihr die hinten in den Haaren habt, nicht das so richtig exakt so ranmassieren, vor allem nicht die Spülung an die Kopfhaut. Ich meine, die Spülung sollte meistens sowieso in die Längen kommen. Also aufpassen, dass ihr da nicht rankommt, weil dann lösen sich die und dann könnt ihr die rausziehen und dann müsst ihr sie jedes Mal neu einkleben. Und das wäre deutlich zeitaufwendiger, als wenn die länger halten. Bei mir halten die, also ich habe sie jetzt nach einem Monat rausgemacht und klebe sie nochmal neu ein. Also es sind die gleichen Extensions, die ich vorher hatte. Sie sehen nur ein bisschen buschig aus, weil ich sie noch nicht geglättet habe. Ja, normalerweise, solange ihr drauf an, wie doll ihr eure Extensions pflegt, könnt ihr sie dann auch oft nochmal reinkleben. Weil an sich habt ihr sie halt auf der Kopfhaut und die wachsen dann mit euren Haaren, wie die wachsen halt raus. Und irgendwann ist es halt nervig, weil sie zu weit runter labbern und blöd. Bei mir mache ich das meistens so nach einem Monat oder nach zwei Monaten, dass ich die dann nochmal neu einklebe. Und ja, was ihr sonst noch braucht, außer den Extensions-Tressen, dem Kleber, ist eine Haarklammer, eine ziemlich große, womit ihr dann eure restlichen Haare beim Abteilen nach oben stecken könnt. Eine Bürste wäre ratsam und einen Föhn braucht ihr, weil der dazu beiträgt, dass der Kleber schneller trocknet. Sonst müsstet ihr wahrscheinlich so eine halbe Stunde den Kleber daran drücken und dann noch ewig lange warten, bis es überhaupt vernünftig trocken ist und nicht an den Haaren ziehen und sonst was. Also ich glaube, so ziemlich alle, die ich kenne, machen das mit Kleber. Ja, mit Kleber. Machen das mit einem Föhn für den Kleber. So, ach, ich bin heute verwirrt. So. So, wundert euch nicht über die Kulisse, das ist von meiner Mami der Kleiderschrank, weil es an den Seiten Spiegel hat, die man so stellen kann, dass man sich von hinten sieht. Und das ist ganz praktisch, weil sonst würde ich euch das nicht unbedingt empfehlen, das alleine einzukleben. Weil wenn ihr das da krumm und schief reinklebt, ist das auch nicht gerade schön. So, als erstes müsst ihr halt den unteren Teil abteilen. Am besten irgendwo hier. Also ich fange meistens hier an dem Knochen, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, an mit dem Finger von beiden Seiten zusammenzufahren in die Mitte. Und dann habt ihr eigentlich meistens, wie ihr sehen könnt, eine ziemlich gerade Linie. Ich überlege gerade, ob das zu viel ist. Ich glaube schon. Ich nehme noch ein bisschen was weg. Weil sonst kommt ihr mit den Haaren zu weit nach oben.
Und das heißt, also ich habe hier oben ja in meinem Kopf hier irgendwo einen Wirbel und das ist dann immer etwas unpraktisch. So, dann habt ihr euren Teil abgeteilt. So, muss halt nur so ein bisschen sein, dass es halt ordentlich draufkleben kann. Also nicht noch weniger. Und dann nehme ich, boah, wie ich aussehe. Dann nehme ich die erste, also es wäre jetzt ein Dreier-Clip gewesen. Soweit ich weiß. Ja, doch, wo eigentlich drei Clips dran waren. Und den klebe ich halt nach ganz unten. Dazu nehmt ihr den Kleber und macht ihn hier oben einmal entlang. Ach ja, und den Kleber gibt es in zwei verschiedenen Farben. Einmal in schwarz, also das heißt, wenn der trocken ist, ist er schwarz. Und einmal in durchsichtig, also der wird dann durchsichtig. Also das sollte man halt bei hellen Haaren nehmen. Aber bei schwarzen Haaren, ich weiß nicht, ob wenn man diesen Kleber auf schwarz macht, ich glaube, das sieht man leicht, dann schimmert es. Also denke ich, wenn ihr schwarz machen wolltet, dann solltet ihr das schon den schwarzen Kleber davon kaufen. Wo genau ihr den Kleber kaufen könnt, bin ich mir auch nicht sicher. Ich habe eine ziemlich große Tube davon gekauft. Das sind 4 OZ, keine Ahnung. Ich kann mich mit dieser Einheit nicht aus, was das an Milliliter ist. Auf jeden Fall einiges. Und ich habe, ich weiß nicht, kann man das gegen das Licht halten? Ich glaube erst bis hier, bis zur Hälfte oder so. Den Kleber aufgebraucht und ich habe das seit mittlerweile, glaube ich, doch schon fast einem Jahr, dass ich das mir mehrmals draufklebe. Also diese Packung hält ewig. Ja, müsst ihr schauen. Ich glaube, auf eBay oder so müsst ihr einfach irgendwie Hair Bond Glue oder irgendwie sowas suchen. Oder Haartressenkleber oder sowas. Findet ihr bestimmt irgendwas. So. Dann nehmt ihr halt die Tresse hinter eurem Kopf, fast an den Ecken an und setzt sie an euren Kopf. Dann drückt ihr sie fest, ganz kurz, nehmt euch den Föhn, drückt mit der einen Hand weiter drauf, weil die kann nämlich runterrutschen, wenn ihr sie loslasst, und föhnt es trocken. Am besten mit so einem Aufsatz beim Föhnen, dann könnt ihr gut die Klebefläche erreichen und föhnt nicht alles durch den Wind. Ganz schön strohig aus, aber die sind nicht strohig. Die sind nur ziemlich kraus, weil ich sie gewaschen und getrocknet und oh, dann, wenn die von alleine trocknen, sind die irgendwie ganz schön kraus. So, dann teilt ihr einfach den nächsten Part ab. Der ist ungefähr auf der Mitte von den Ohren, würde ich sagen.
weiß, es ist halt nicht die perfekt gerade Linie, wie ihr wahrscheinlich sehen könnt, aber ihr solltet halt wirklich immer versuchen, das so perfekt wie möglich zu machen. Jetzt nehme ich meinen zweiten Dreierclip. Also ich habe zwei Dreier, zwei Vierer hatte ich, die habe ich übereinander genäht, also nur noch ein Vierer. Ja, und drei Einer Stücke, wo eigentlich nur eins dran war. Und halt noch die schwarzen, aber die habe ich zusätzlich gekauft, die waren nicht mit in dem Set mit drin. Ach ja, für die, die sich zum ersten Mal eine Haarverlängerung machen und dann gleich die nehmen, das würde ich euch nicht unbedingt empfehlen. Wenn ihr eine Haarverlängerung wollt, würde ich jetzt als erstes Clips empfehlen, dass ihr gucken könnt, ob ihr wirklich damit klarkommt, weil auch den ganzen Tag über mit langen Haaren rumzurennen ist manchmal ganz schön, aber ihr müsst halt bedenken, ihr habt es dann wirklich die ganze Zeit. Und wenn ihr diese Haare habt, ja, dann kümmert ihr euch ordentlich oft um eure Haare, weil ihr beim Waschen besonders vorsichtig sein müsst, beim Duschen. Ihr könnt nicht mal eben kopfüber waschen, aber das erzähle ich euch später noch alles. Also ihr müsst eigentlich bei allem aufpassen. Und wenn ihr so eine Haare habt, also so Extensions eingeklebt habt, müsst ihr halt jeden Tag gewisse Dinge tun. Die werde ich euch nachher noch sagen. Und euch wirklich drum kümmern, weil sonst habt ihr ein Problem und es sieht nicht schön aus und wird irgendwann eklig. So, wieder festdrücken und dann wieder föhnen. Es wird immer mehr. So, als nächstes kommt die Vierer-Tresse ran, also mit wo vier Clips ursprünglich dran waren. Und das ist auch der längste Part. Damit fangt ihr hier über den Ohren an beiden Seiten, geht nach hinten. Das ist halt wirklich mein größtes und haargewaltigstes Stück. Oh, das ist aber hübsch. So. Falls euch diese Tresse zu lang ist, also bei mir reicht sie genau vom hinterm Ohr bis hinterm Ohr auf der anderen Seite, dann schneidet ihr einfach oben ein kleines Stück ab. Das müsste gehen, also bei mir geht das immer, wenn man irgendwas zwischendurch irgendwie abschneidet, durchteilen will, kleiner machen will oder sonst was. Das geht eigentlich immer. Ach ja, noch was zum Kleber. Also ihr müsst es nicht übertreiben mit dem Kleber, wie viel ihr da drauf tut.
so dass oben halt eine weiße Schicht ist, aber nicht extremst die fette, was auch immer für eine Spur da drauf, weil mehr Kleber hält auch nicht immer unbedingt besser. Und dann habt ihr überall diese komischen Klumpen und bla, und das ist nicht so schön. Also lieber wirklich nur so wenig, also das, was ihr wirklich braucht. So, bei dem Stück muss ich jetzt länger föhnen, weil es, naja, die Haare dicker sind. Also die Extensions, die ich dran klebe, dicker sind und das ein bisschen dauert, bis. Schon ganz schön viele Haare im Kopf. Wenn man die jetzt nochmal glättet, dann sind die mal wieder nicht ganz so voluminös. Aber das zeige ich euch auch gleich später noch. So, jetzt habe ich. Oh, ich habe vorhin was Falsches gesagt. Ich habe vier Einerstücken. Und ich bin das. Also, ich habe mir das so angewöhnt, dass ich einen hier so hinten hinsetze und einen anderen noch dahinter. Und auf der Seite, weil ja hier mehr Haare bei mir sind, auch zwei davon hin, aber dafür einen schwarzen mehr hin. Also das heißt, dass ich hier dann mehr Haare habe als dort. Ja, obwohl ich habe. Ja. Und jetzt teile ich einzeln ab, also die Seite, die ich anklebe, teile ich ab, weil ich hinten den Hinterkopf nicht ab, nicht beklebe, sondern mehr schräg seitlich. Und das heißt, es reicht, wenn ich die Haare so. Sind die so lockig, weil ich die immer hochgemacht habe. Also überm Ohr gehe ich jetzt lang. Vorne beim Schwarzen nehme ich ein bisschen mehr runter, weil sonst ist es nicht genug Haar, damit ich da eine Tresse ankleben kann. Und ich habe, wie man hier sehen kann, bei dem einen Stufen reingeschnitten. Und das ist auch dann der Teil, der hier vorne hinkommt.
Also so sieht es jetzt aus, wenn es dann auch glatt ist. Und jetzt nochmal, was ihr wissen müsst, wenn ihr Extensions jetzt drin habt. Wie gesagt, vorhin beim Waschen, ihr müsst aufpassen mit dem Waschen, dass ihr nicht so mit Öl und so an die Stellen kommt, wo ihr die Extensions eingeklebt habt. Ihr dürft die nicht über Kopf waschen. Dadurch würden die total zerknoten, ihr würdet ein übelstes Knäuel haben und keine Ahnung. Generell dürft ihr mit Extensions nicht ins Chlorwasser. Ich bin mir nicht sicher, wie es ist, wenn ihr eine Badekappe aufsetzt, aber ich glaube, das ist nicht so eine Idee. Ihr müsst beim Schlafen einen Zopf tragen, wenn ihr wollt, dass eure Extensions lange halten, weil, also die gehen zwar nicht raus, aber die werden total stumpf und spröde und so, wenn die ganze Zeit auf den Haaren rumliegt und rumwälzt und so. Am besten, also ich mache immer so einen Assi-Palmenzopf hier oben mitten auf dem Kopf, weil wenn ihr die dann runter macht, habt ihr nicht hier hinten dann diesen Knick in den Haaren hier, sondern ihr habt die so, gehen so runter und dann habt ihr gleich noch ein bisschen Volumen, weil sie über Nacht die ganze Zeit nach oben waren. Und wenn ihr sie flechten wollt, müsst ihr halt wissen, dass die dann logischerweise lockig sind und ihr die wahrscheinlich nächsten Morgen wieder glätten müsst, das wäre auch nicht so gut. Ja, an die Extensions kein Haarspray dran, also nicht irgendwie so unbedingt jetzt die vollsprühen, so wenig wie es geht. Ja, das war es eigentlich. Dann zum Rausmachen, wie ihr die wieder rauskriegt, habe ich ein Video für euch. Und ja, das war es dann eigentlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Feedback da, ob es euch geholfen hat oder nicht. Und ja, Daumen hoch, Daumen runter oder abonnieren und okay, tschüss.